Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Hoffentlich für Sie nicht. Ja, sie, also mit einem Sieg, wie gesagt, sind sie wieder auf Platz 2. Muss man natürlich auch schauen, was der 1. FC Bocholt so macht. Die gewinnen ja auch am laufenden Band. Aber die Aachener müssen jetzt erstmal ihre Aufgabe lösen. Aber der Wuppertaler SV, der wird da auf jeden Fall nochmal ein Wörtchen mitreden. Ja, also das hier ist gut und es gibt ja wohl auch eine Rasenheizung. Mal sehen, ob sie überhaupt angemacht wurde. Aber das ist jetzt erstmal alles egal. Die Partie geht los, die Rückrunde ist jetzt auch für die beiden Top-Teams Wuppertaler SV und Alemannia Aachen am Start. So, und jetzt gibt es hier den Freistoß und Anton Heinz, der weiß natürlich, wie das geht. Heinz! Und die erste nennenswerte Offensivaktion oder die erste nennenswerte Chance in diesem Spiel. Definitiv. Aber also. Ihre Last-Minute-Tore haben sie so ein bisschen vielleicht dann für die Saison schon aufgebraucht. Ne? Ja. Ist ja auch nicht normal gewesen. So, und jetzt wieder Anton Heinz! Siehst du, das Was ist das denn für eine Hütte? Das ist ein absolutes Traumtor und Alemannia Aachen geht hier in der 9. Minute in Führung. Und dann macht er noch den CR7-Jubel. Das waren ja locker 25 Meter. Alter Falter. Guck dir von der. Das sind 30. Das ist ja wirklich Vogelwild. Wie der denn da reinmacht. Ja, und jetzt steht es hier 1-0 und Wahnsinn. Die, ich sag noch in Anführungsstrichen, Auswärtsfans, die gehen hier jetzt richtig ab. Die dann als Joker reinkommen können und bei den Aachenern ist Elsa Medramai, linker Flügelspieler. Und jetzt ist hier das 2-0 gefallen. Kam fast so ein bisschen aus dem Nichts. Ich erzähle dir noch was von der Veränderung und dann hauen sie das 2-0 rein. Puh, ja, und Wuppertal wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Da hat er super viel Platz. Schnell umgeschaltet von Aachen. Zuvor war ein Fehlpass von Peitz, dem Aachener Linksverteidiger, direkt in die Füße. Die schnallten schnell um. Ja, Sasa Strujic bringt den Ball auf Lukas Schepanik und der ansatzlos als bei den Wuppertalern, aber nach einer Viertelstunde schon 2-0. Und von Wuppertal kommt so gut wie gar nichts. Schepanik, Heinz! Ja, dabei. Da wäre der Deckel fast drauf. Ja. Und jetzt wird sie auch ganz ruhig im Stadion am Zoo. Jetzt Anton Heinz. Heinz! Das gibt's doch gar nicht. 3-0! Das war ja wirklich Wahnsinn. Mit Ansage. Also das ist ja fast unmöglich, dass der Typ. Ich sag ja, der macht 8 von 10 rein. Das ist heftig. Unglaublich. Hier schauen wir nochmal drauf. Anton Heinz, Masterclass. Ja gut, aber trotzdem kommt der Ball relativ zentral. Ja, zentral, aber der Patzer war noch dran. Aber trotzdem, ja gut. Ja gut, das kann man schon als Torwartfehler titulieren. Ja, ganz nach dem Credo des Rekordmeisters. Ein Schuss, ein Tor! Aber da ist jetzt ein Tor. Tobi Peitz mit dem Anschlusstreffer per Kopf. Rein in die Fangesänge der Aachener. Das haben sie gut gemacht. Ja, Tobi Peitz da mit dem Kopf. Ja, Semir Saric kurz ausgeführt, dann Mert Gökhan. Und dann ist es Tobi Peitz, der das Kopfballduell gegen Dustin Wilms gewinnt. Ja, Lunte gerochen. Ja, aber gut,
Aachener bleiben dann trotzdem laut. Und jetzt mal wieder von der linken Seite Hagemann. Da lauert einer. Boah, was ein Abschluss. Ja, und über die linke Seite, über Göckern. Ja, und jetzt gibt es hier den Elfmeter. Der sah auch klarer aus als die Aktion da eben. Ja. Aber wieder über die linke Seite, Philipp Hanke, Philipp Terrazino und wieder Göckern. Ja. Oh, und jetzt. Papo hatte schon gelb. Genau. Jetzt rastet er hier komplett aus. Und muss hier von den eigenen, von den Mitspielern muss er beruhigt werden. Ja, und du hast es richtig erahnt. Gelb, rot. Ja, und den müssen sie jetzt mal langsam hier wegschicken, weil der tickt hier langsam aus. Ja, und das bringt doch nichts. Jetzt muss er hier von den eigenen Spielern. Boah, was sind das hier für Szenen? Das ist ja... Das ist peinlich. Das ist wirklich kindisches Verhalten. Und den muss jetzt hier mal einer einfangen. Also Kilian Pagliuca, der kriegt es nicht hin, die anderen auch nicht. Und wenn selbst seine Mitspieler das hier schon machen, also das ist ja wirklich... Der schubst hier die eigenen Betreuer weg. Charlison, Benchop gegen Marcel Jonen. Benchop! Anschlusstreffer! Ist ja wirklich eine vogelwilde erste Halbzeit hier. Charlison Benchop guckt ihn aus und dann ist es der Anschlusstreffer. Dem neuen Coach Rainer Backhaus. Ja, aber die linke Seite ist stark. Benchop! Oh. Und immer wieder über Mert Göckern. Also vielleicht so ein Damian Macheta wird sicherlich auch noch kommen. Benchop. Hagemann. Boah, das war ein super Ball. Außennetz. Außennetz. Philipp Hanke. Ja, da haben sie schon gejubelt, aber nur mit deinem Argus-Auge hast du es von hier auch schon gesehen. Also jetzt Göckern mit der Ecke. Ui. Ja, und Niklas Dams. Ich denke, da wird jetzt auch in den nächsten Minuten noch deutlich eine offensivere Ausrichtung von den Wuppertaler kommen. Ja, und jetzt vielleicht schon Tor! 3:3! Du hast es angekündigt und Wort gehalten und da ist er wieder. Hüseyin Bulut. So, und jetzt können wir uns hier aber mal auf, ja, sagen wir mal, noch eine Viertelstunde richtig heißen Tanz freuen. Das war stark gemacht und dann ist es mal wieder Bulut. Aber hier schön Saric mit Bulut. Statovci kommt rein. Dramay geht raus. Boah, und was eine Chance. So, gibt's das dritte? Anton Hain. Ja, leck mich doch am Arsch. Was für eine Hütte. Das ist doch Wahnsinn. Und Felix Herzenbruch hat es mal wieder vorausgesehen. Er hat's erahnt. Mann, Mann, Mann. Was für eine Traumhütte. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Er schießt einen Dreierpack per Freistoß und ja, einer schöner als der andere. Also klar, der erste war völlig besonders, aber den hier, der war ja dann auch nach wunderschön. Dieser... Wunderschön. Also alle drei waren wunderschön und den hier nach dann auch dem Spielverlauf so zu machen, also... Da fehlen mir die Worte so ein bisschen. 95 Minuten gespielt. Tobi Peitz. Nee, das Spiel ist aus.
Alemannia Aachen gewinnt 4:3 im Regionalliga West. Topspiel beim Wuppertaler SV. Was für eine wilde Partie. Ja, und man hat es auch gesehen, die Bank ist damit aufgesprungen. Wir haben den Abpfiff herbeigesehnt. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, und war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.